Oberramstadt, eine Stadt im Odenwald mit langer History, Ur- und Frühgeschichte, über die Römerzeit, das Mittelalter, Neuzeit bis heute. Idyllischer Ort mit historischen Bauten. Zwischen Oberramstadt und der Ortschaft Niedermodau ein Bergwerkstollen, die Grube zur Gnade Gottes. Ab 16. Jahrhundert wurden hier silberhaltige Kupfererze geschürft. Auf dem Schlossberg bei Niedermodau befand sich eine Burg. Sie ist heute verschwunden. Entstehung 8. 11. Jahrhundert. Ringmauerfundamente wurden 1827 freigelegt. 1382 wurde die Burg zerstört und 1830 abgebrochen. Oberramstadt, Südhessen, im Odenwald. History. Durch archäologische Funde und Ausgrabungen lässt sich eine bewegte Siedlungsgeschichte ableiten. Bereits aus der Jungsteinzeit befinden sich erste Spuren, 5000 bis 2000 vor Christus. 6 Hügelgräber wurden erforscht. Auch wurden Reste aus der Zeit der Bandkeramik ca. 2200 vor Christus gefunden. Ebenso eine spätbronzezeitliche Siedlungsstelle. Aus der Zeit der Römer wurden Reste unter anderem von Villen, Gräbern und Keramikmaterial gefunden. Um ca. 300 zerfiel die römische Macht und die Alemannen siedelten sich an. Die Gründung von Oberramstadt fällt in die fränkische Hauptsiedlungsperiode. Bauwerke. Altes Rathaus von 1732. Neues Rathaus im Tal. Fürstlicher Jagdpavillon von Erbprinz Ludwig III. Von 1845. An der Ludwigseiche. Das Jagdhaus wurde auf einem römischen Gebäude erbaut. Davor stand hier ein Hügelgrab. Die Hammermühle, der erste Eisenhammer. Von 1688-89. Eine historische Anlage, örtliche Wirtschaftsgeschichte. Die Petri-Villa von 1850, mehrere Besitzer, heute ein Stadtgebäude. Die Parkanlage für die Bevölkerung. Die evangelische Kirche an der Anhöhe von 1718. An der Stelle einer Vorgängerkirche neu erbaut. Die gewaltige Mauer um die Kirche deutet auf eine frühmittelalterliche Befestigungsanlage hin.